es wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Chicken Can, yes he can, unser Man. Der mit Tieren spricht, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Chicken Can, Chicken Can. Hey Leute, heute geht's um das und um das und um das und um das. Und überhaupt um alles, was Blaulicht auf dem Dach hat. Mit Blaulicht dürfen nur wenige Menschen rumfahren. Nur die, die im Notfall schnell zur Stelle sein müssen. Das blaue Blinken heißt für alle, Achtung aus dem Weg, hier zählt jede Sekunde. Damit nicht nur jeder sieht, sondern auch hört, dass es gerade schnell gehen muss, ist meistens noch eine schrille Sirene dabei. Ich schaue mir heute an, wer genau mit Blaulicht fährt, bin bei einem Sicherheitstraining der Polizei dabei und rase mit der Flughafenfeuerwehr übers Rollfeld. Alles bereit? Hier kommt der Blaulichtcheck. Und jetzt die Checkliste. Bloß wo sind wieder meine Fragen? An meinem Pulli. Aber falsch, 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 alles falsch. Hey, eine ganze Welt voller Fragen. Bloß nicht zum Blaulicht. Wo sind die denn bloß? Ach klar, beim Blaulicht. Ist doch logisch. Warum ist das Blaulicht blau? Was ist eine Rettungsgasse? Und wer darf mit Blaulicht und Sirene fahren? Das check ich für euch. Zuerst schaue ich den Sanitätern über die Schulter. Sie rücken aus, wenn jemand krank ist oder bei einem Unfall verletzt wurde. Klar, die brauchen auf jeden Fall ein Blaulicht. Wie ein Rettungswagen von innen aussieht, checke ich bei den Johannitern in Ottobrunn. Hier treffe ich Andrea und Sandro. Die sind Sanitäter und haben schon vielen Menschen das Leben gerettet. Vielleicht darf ich die beiden später sogar bei einem Blaulichteinsatz begleiten. Hi. Morgen, Can. Morgen. Super, hi. Schön, dass du schon da bist. Was macht ihr denn gerade? Wir haben Dienstbeginn jetzt und müssen erstmal das Auto und unsere ganze Ausstattung checken, bevor wir loslegen können. Kann ich da mitmachen? Wenn du Lust hast, kommst du gleich mit mir hinten rein. Okay. Schau die medizinischen Sachen an, das Sandro macht die Technik. Okay. Und komm, als erstes nehmen wir unseren Rucksack mit rein. Das ist immer das Wichtigste. Boah. Willst du nehmen? Ja, wir haben einen Riesenrucksack. Ja, das ist ganz gut, wenn du das machst. Das ist viel zu groß. Stark. Schau mal, leg ihn da gleich drauf. Okay. Den mach mal hier auf der Trage auf. Ich stelle ihn mal so, dann geht's besser mit dem Aufmachen. Hier, großer Reißverschluss. Boah, jetzt weiß ich, warum der so schwer ist. Da ist eine Menge Zeug drin. Was ist das? Das hier ist ein Beatmungsbeutel. Wenn jetzt jemand gar nicht mehr selber atmen kann, dann müssen wir ihn mit einem Beatmungsbeutel beatmen. Ich schaue jetzt gerade, was für eine Maske für dich passend wäre. Die bauen wir so zusammen. Die müsste passen. Okay. Schau mal her. Der ist so vorgeformt, dass er genau auf deine Nase und dein Gesicht passt. Dann wird er beatmet. Ah, stinkt ein bisschen. Ja, nach Plastik. Damit die Sanitäter direkt vor Ort helfen können, ist der Wagen wie ein kleines, fahrendes Krankenhaus ausgerüstet. Eines unserer wichtigsten Organe ist das Herz. Es pumpt das Blut durch den Körper. Ob mit der Pumpe, also mit dem Herzen, alles in Ordnung ist, überprüft Andrea mit dem Teil an meinem Finger. Das gehört zu so einer Art Herzschlag-Messinstrument. Das Gerät heißt Pulsoximeter und misst außerdem, ob beim Patienten mit der Atmung alles stimmt. Das zeigt eine rote Zahl an. 98 ist total okay. Und was ist das Grüne? Das Grüne, das zeigt deinen Puls an, also wie schnell dein Herz pro Minute schlägt. Im Moment bist du bei 86. Also das ist jetzt die Anzahl der Herzschläge pro Minute, ganz genau. Die pro Minute, 88 hast du jetzt gerade ganz genau. Kannst du auch mal gleichzeitig testen. Fühl mal Puls hier. Okay, mit dem Finger so? Ja, mit dem Finger, genau. Dann kannst du jetzt sehen, wie hier das gleichzeitig mit der Linie rauf und runter geht. Das ist dein Herzschlag. Das ist mein Herzschlag? Ja, das ist dein Herzschlag, genau. Wer den Puls messen will, macht das am besten im Ruhezustand. Hier am Hals kann man das Pumpen super fühlen. Versucht's mal. Wer eine Minute lang die Schläge zählt, weiß, welchen Puls er hat. Zwischen 50 und 100 Schlägen ist alles okay. Bei Kindern schlägt das Herz etwas schneller. Den Puls messen kann man zum Beispiel auch hier oder hier oder hier. Beim Sport muss sich der Körper anstrengen und das Herz deshalb mehr Blut durch den Körper pumpen. Das heißt, der Puls steigt. Da ist jetzt alles drin, den können wir wegpacken. Magst du das mal schnell machen? Ja. Super. Und was ist das?
Das ist ein EKG. Da ist auch ein Defi mit dabei. Den können wir uns jetzt mal anschauen. Ist ein Gerät, wo man wissen will, ob das Herz richtig arbeitet. Was ist, wenn das Herz gar nicht schlägt? Wenn das Herz gar nicht schlägt, ist für den Patienten eigentlich der schlimmste Fall. Dann muss er wiederbelebt werden. Dafür haben wir hier auch ein Gerät dabei. Das ist unser Defi, ein Defibrillator. Mit dem kann man dem Herz richtig Stromstöße geben. Stromschocks? Stromschocks, genau. Das setzt man. Früher, Kim. Ja, die setzt man tatsächlich. Nee, warte, nein. Keine Sorge, sind nicht an im Moment, kann nichts passieren. Ich würde auch nicht ganz aufsetzen. Sicher, ne? Ja, ganz sicher. Wir würden die hier aufsetzen, denn das Herz liegt ja ungefähr hier in der Mitte, liegt aber so ein bisschen schräg drin. Das heißt, wir legen auf der oberen Seite und auf der, an der Spitze des Herzens jeweils einer diesen Pedal auf. Dann kommt das Kommando, alle weg vom Patienten. Achtung, Schock. Dann muss ich nochmal schauen, dass wirklich alle weg sind. Und dann drücke ich auf die beiden roten Knöpfe mit dem Blitz. Und dann gibt es den Stromstoß. Boah. Und wenn alles gut gegangen ist, fängt das Herz des Patienten wieder an, richtig gemeinsam zu pumpen. Ja. Hattest du schon mal, das Herz hat nicht geschlagen und dann mit dem Stromschlag? Genau, das Herz hat also nicht richtig gepumpt, hat einen Stromschlag bekommen und danach hat es wieder regelrecht gepumpt. Und der Patient hat zum Schluss sogar wieder mit uns gesprochen. Echt? Ja. Boah. Und jetzt eine Frage an euch. Wie klingt der Krankenwagen in den USA? A? Oder B? Oder C? Die richtige Antwort gibt's am Ende der Sendung. Gut, das Ding funktioniert. Ich schau mal raus zum Sandro, ja, was der macht. Alles klar, ich check das aus und fertig. Der ist Rettungssanitäter und fährt den Wagen. Damit im Notfall alles reibungslos klappt, muss Sandro regelmäßig die Technik kontrollieren. Magst du hinten mal schauen, ob die Bremslichter gehen? Okay. Okay, bin hinten. Rückwärtsgang ist drin. Ja, funktioniert. Warnblinker. Leuchtet. Und Beleuchtung. Ja, funktioniert. Ist sogar richtig hell. Und das Blaulicht. Sieht gut aus. Checkerfrage. Warum ist das Blaulicht blau? Man will ja auffallen, damit die Leute einen sehen und Platz machen. Und rot, gelb, grün war schon vergeben für die Ampel. Ampel zum Beispiel? Genau. Also hat man sich für blau entschieden. Mhm. In anderen Ländern gibt es auch andere Farben, aber bei uns ist es blau in Deutschland. Wann schaltet ihr das Blaulicht denn ein? Immer wenn Eile geboten ist. Wenn es jemandem schlecht geht oder ein Unfall passiert ist und jemand die 112 anruft, weil er Hilfe braucht und weil es dann schnell gehen muss, dürfen wir es einschalten, damit wir schneller da sind und helfen können. Mit der 112 erreicht man nicht nur den Rettungsdienst, sondern auch die Feuerwehr. Die leiten einen im Ernstfall aber auch weiter zur Polizei. Wählt man die 110, dann ist direkt die Polizei dran. Für beide Nummern braucht man keine Vorwahl. Ganz wichtig, nur anrufen, wenn wirklich ein Notfall ist. Damit der Rettungswagen gut zu sehen ist, hat er hinten zwei und vorne sogar 1, 2, 3, 4, 5 blaue Lichter. Warum ist das Blaulicht blau? Das blaue Licht fällt einfach total gut auf. Und die meisten anderen Farben sind im Straßenverkehr schon vergeben. Zum Beispiel bei der Ampel. Gecheckt. Kannst du mal anschmeißen? Klar. Okay. Sau laut und auch so ein ätzender Ton, ne? Ja, aber das ist ja auch Absicht so. Wir haben die Sonderrechte auch nur mit Blaulicht in Verbindung mit dem Martinhorn. Und du sagst immer Martinhorn, heißt es nicht Martinshorn? Kann man auch sagen, ist umgangssprachlich streng genommen. Weil eigentlich ist Martin der Firmenname. Der hat das Horn gebaut, ja, und hat ihm seinen Namen gegeben. Wer das hört, weiß genau Bescheid. Ein Rettungswagen ist im Anmarsch. In Deutschland kommen beim Martinshorn genau zwei Töne vor, nämlich das A und das hohe D. Diese Tonfolge für Signalhörner wurde vor fast 100 Jahren festgelegt, wahrscheinlich weil man die besonders gut hören kann. Aber nicht überall auf der Welt klingen die Rettungswagen gleich. Hier in Russland zum Beispiel, da hört es sich so an. Und in Italien machen die Autofahrer Platz, wenn sie das hier hören. Und in Chicago, in den USA, klingt ein Rettungswagen so. Ein Alarm, jetzt geht's in den Einsatz.
Aber auch im Ernstfall bewahren Sanitäter die Ruhe. Das ist wichtig, damit keine Fehler passieren. Ich fahr mit. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Das sieht so 92 aus nach Lendiberg. Ein Rettungswagen muss so schnell wie möglich am Einsatzort sein. Aber oft gibt's Probleme. Ist schon eng. Geht es? Der fährt ein Stück vor jetzt. Jetzt können wir von hier. Kommt das oft vor, dass da Leute den Weg blockieren und ihr seid im Einsatz? Ja, ab und zu schon. Ist natürlich ein Riesenproblem. Es muss schnell gehen und wenn man selbst die Hilfe braucht, dann möchte man auch, dass schnell Hilfe kommen kann. Also was darfst du denn jetzt alles? Über rote Ampeln? Was noch? Und andere Verkehrsteilnehmer müssen mir Vorfahrt gewähren. Das heißt, wenn ein Vorfahrt-Gewähren-Schild oder ein Stoppschild wäre, oder rechts vor links zum Beispiel, dann müssen die anderen stehen bleiben und mich vorfahren lassen. Wie sollen sich denn jetzt die anderen verhalten, wenn du Blaulicht anhast? Ruhig bleiben, Blinker nach rechts setzen und an den Rand fahren. Ganz schnell noch eine Checkerfrage. Was ist eine Rettungsgasse? Rettungsgasse ist ganz wichtig auf der Autobahn, wenn man im Stau steht, wenn da Rettungsfahrzeuge durch müssen, dass die durchkommen. Das heißt, man bildet zwischen linker und mittlerer Spur eine Gasse in der Mitte, wo Rettungsfahrzeuge durchfahren können. Okay. Und so sieht das aus. Bei Stau ist alles dicht. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei müssen aber trotzdem durch. Deswegen gibt es eine wichtige Vorschrift. Sobald das hier zu hören ist, heißt es für alle ab an die Seite. So entsteht eine Gasse und der Rettungswagen hat freie Fahrt. Was ist eine Rettungsgasse? Damit Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht nicht im Verkehr stecken bleiben, müssen die Autofahrer eine Gasse bilden. Gecheckt. So Leute, wir sind gleich da. Der ist die Treppe runtergefallen und jetzt liegt er im Wohnzimmer. Hallo. Na, was ist dir denn passiert? Weiß ich nicht mehr. Okay. Andrea überprüft, ob Patient Linus noch weitere Wunden hat und ob er seine Finger spüren kann. Sandro misst den Puls. Wenn jemand schwer verletzt ist, müssen die beiden zusätzlich einen Notarzt rufen. Die Halskrause ist zum Schutz der Wirbelsäule. Und Klappe zu. Jetzt aber ab ins Krankenhaus. Da kann Linus noch besser behandelt werden. Boah, Leute, ganz schön wackelig hier hinten. Sandro muss beim Fahren ziemlich aufpassen, denn zu viel von dem Gewackel bedeutet mehr Schmerzen für den Patienten. Also ganz vorsichtig fahren. Andrea lässt Linus auch während der Fahrt nie aus den Augen. Damit die im Krankenhaus sofort wissen, was passiert ist, muss sie alles genau notieren. Sandro und Andrea haben einen super Job gemacht. Und Leute, zum Glück war das nur eine Übung. Linus ist Schulsanitäter und die Wunde sieht zwar echt aus, ist aber nur Schminke. Aber so würde auch ein echter Einsatz aussehen. Jetzt nimmst du ihn mal wieder selber nicht an. Ab hier ist euer Job jetzt eigentlich beendet? Wir sind fertig, wir fahren jetzt wieder. Ja, dann danke, ne, dass ich mitschauen durfte. Gerne. Super, hat Spaß gemacht, danke. Und danke, dass du so gut geschauspielert hast. Das Auto hier hat auch ein Blaulicht. Wisst ihr schon, wo ich bin? Ich bin bei der, genau, Polizei. Ich schaue mir jetzt mit Polizeihauptmeister Michi einen Polizeiwagen an. Können wir uns gleich reinsetzen? Natürlich. Steig ein. Ja. Yeah. Die wichtigste Frage zuerst, wo geht das Blaulicht an? Das ist hier in der Mitte, auf dem blauen Knopf hier. Echt? Das Blaulicht ist der blaue Knopf? Genau. Darf ich? Ja, drück. Und jetzt läuft's. Jetzt musst du rausgehen und kannst du sehen, was das an ist. Oh ja. Genau. Läuft. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ja, da solltest du nicht drücken, das ist nämlich die Sirene. Und die Sirene sollten wir nur benutzen, wenn wirklich ein Einsatz ansteht, okay, und wir Freifahrt brauchen. Wenn das Blaulicht an ist, wie schnell darf man dann fahren? Ja, natürlich muss ich immer aufpassen auf alle anderen, dass nichts passiert, dass mir nichts passiert, in den Verkehrsteilnehmern auch nicht. Mhm. Aber man darf dann auch schon mal Gas geben, wenn es sein muss, genau.
Schaut mal, es gibt auch ein Funkgerät. Warum hat man noch Funkgeräte, wenn es Handys gibt? Ja, mit dem Funkgerät erreiche ich halt mehrere Leute. Beim Handy kann ich ja nur einen anrufen. Mhm. Und so erreiche ich mehrere Streifen auf einmal mit einem Funkspruch. Stimmt das, dass ihr so eine Art Funkgerät-Geheimsprache habt? Nicht ganz. Also wir sprechen schon alles richtig an, damit es jeder versteht am Funk. Allerdings gibt es keinen Namen am Funk. Also ich heiße nicht am Funk Michael, sondern ich habe eine bestimmte einen Funknamen. Darf ich mal irgendwas durchsagen? Ja, du kannst mal versuchen. Hier, wie ein Telefonhörer halten. Okay. Hier drücken? Genau, da drücken. Okay. Und dann reinsprechen. Achtung, Achtung, hier sind 2612 und der Checker. Alles ruhig hier draußen. Haben die das jetzt gehört? Wir haben verstanden, dann ist alles gut. Ja, kommt sogar eine Antwort. Jetzt will ich nochmal in den Kofferraum schauen, okay? Bitteschön. Mal sehen, was ihr da drin habt. Okay, die kenne ich hier. Halt, Polizei. Genau, die Kelle. Genau. Mhm. Und sag mal, was ist das denn hier? Reitet ihr damit zum Einsatzort, oder? Wenn Stau ist, dann... Ach, nicht ganz, nein. Den benutzen wir, um Glas von der Straße wegzumachen, damit es keine Verletzten gibt. Ach okay, bei Unfällen oder so, wenn überall Glas liegt? Genau, so ist es. Ein ganz schönes Durcheinander. Naja, ich sag mal lieber nix. Michi, danke, dass mir einen Streifenwagen anschauen durfte. Bitteschön. Bevor Polizisten wie Michi ein Fahrzeug mit Blaulicht lenken dürfen, müssen sie erstmal üben. Was genau trainiert werden muss, schaue ich mir in der Polizeischule Königsbrunn an. Mit Manuela und Daniel. Bloß wo stecken die? Ach da, und das Polizeiauto haben sie auch schon dabei. Ja, kommt mal raus da. Hallo, grüß dich. Hi. Was machen wir hier jetzt? Hier findet das Fahrtraining statt. Fahrtraining? Du hast doch schon einen Führerschein, oder? Klar, einen Führerschein habe ich schon, aber ich kann so spezielle Sachen, die lernt man ja in der Fahrschule auch nicht. Also wirklich ganz schnell einen Slalom fahren oder wirklich so eine richtige Vollbremsung auf nasser Fläche, das macht man in der Fahrschule nicht unbedingt. Und wann braucht ihr das alles, was ihr lernt? Das brauchen wir bei Einsatzfahrten. Also wenn wir zum Beispiel den Einsatz reinkriegen, ganz schnell zu einem Verkehrsunfall zu fahren, dann brauchen wir das, weil wir ja ganz schnell zu dem Einsatzort kommen müssen. Vielleicht müssen wir mal einem Hindernis ausweichen. Vielleicht bremst vor uns jemand plötzlich scharf ab und wir müssen dann eben dahinter auch eine Vollbremsung hinlegen. Dann fahren wir jetzt eine Runde, oder? Ja, okay. Fahren. Sauber. Cool. Erste Übung, Bremstest. Das geht ganz schön auf die Reifen. Das arme Polizeiauto. Übung 2, Slalom fahren. Fahrrad, der Daniel. Ja, schau, ich hab doch gesagt, er fährt schneller. Und jetzt noch ein Bremstest. Bei einer Verfolgungsjagd muss Daniel auch bei nasser Fahrbahn das Auto im Griff haben und sicher abbremsen können. So, jetzt kommt der große Test. Hoffentlich bleibt unser Hindernis stehen. Und ich nehme die kleine Minikamera mit. Yeah, Test bestanden. Und jetzt sieht man auch, wie wichtig das ist, das Fahrtraining. Weil das hätte auch ein Menschenleben sein können. Und auf einer Einsatzfahrt, wenn man schnell unterwegs ist, hätten wir es gerettet. Also lieber noch eine Trainingsrunde. Ich check so lange die nächste Checkerfrage. Wer darf mit Blaulicht und Sirene fahren? Weil sie ganz schnell am Einsatzort sein müssen, dürfen das die Rettungsdienste, die Polizei, die Feuerwehr und das THW. THW ist eine Abkürzung und heißt Technisches Hilfswerk. Das ist eine Rettungsorganisation, die zum Beispiel dann kommt, wenn die Feuerwehr technische Unterstützung braucht. Pro Jahr sind die Frauen und Männer vom THW auf bis zu 10.000 Einsätzen. Ihre 8.000 Fahrzeuge helfen auch bei richtig komplizierten Notfällen. Egal ob auf dem Wasser oder an Land. Schaut mal, hier hilft das THW der Feuerwehr gerade bei einem Brand. Oder hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Das THW sammelt die Wrackteile ein. Bei Hochwasser zum Beispiel rückt das THW mit seinen Hochleistungspumpen an. Die Teile hier. Im Großeinsatz können bis zu 60.000 Liter in einer Minute abgepumpt werden. Das ist ungefähr so viel wie in 400 Badewannen passt. Und bei besonders schlimmen Katastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben, helfen die Leute vom THW sogar im Ausland.
Dann geht es oft darum, Menschen aus eingestürzten Häusern zu retten. Bei solchen Einsätzen ist meistens auch die Hundestaffel des THW dabei. Wenn die vierbeinigen Spürnasen einen Vermissten erschnüffelt haben, kommt Spezialgerät zum Einsatz. Zum Beispiel eine superstarke Schere. Oder so ein Spreizer hier. Er drückt die riesigen Steinbrocken zur Seite und macht den Weg für die Retter frei. Wer darf mit Blaulicht und Sirene fahren? Alle, die ganz schnell am Einsatzort sein müssen. Vor allem die Feuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst und auch das THW. Gecheckt. Nächste Station, Flughafen München. Hier schaue ich mir was richtig Abgefahrenes an. Blaulichtflugzeuge. Nee, Quatsch. Flugzeuge haben natürlich kein Blaulicht. Aber die roten Autos von der Flughafenfeuerwehr. Hier auf der Wache treffe ich Feuerwehrmann Thomas. Ja, yeah. Aus dem Weg. Die Feuerwehr kommt. Genau. Blaulicht kann ich auch mal anmachen? Natürlich. Dort der rote Knopf. Genau. Einmal rum und zu dir hinziehen. Dann ist Martin sein. Oh, oh. Ohren zu halten. Oh, ist das laut? Das ist laut, ja, muss man ja hören. Weil die Hülle eines Fliegers einem Brand meistens nur 3 Minuten standhält, muss es die Flughafenfeuerwehr in 180 Sekunden an jeden Ort des riesigen Flughafens schaffen. Das will ich sehen. Okay, Leute, ab jetzt läuft die Zeit. 180 Sekunden, also ganz genau 3 Minuten. Mal sehen, ob es die Jungs in der kurzen Zeit zu einer der am weitesten entfernten Ecken am Flughafen schaffen. Sekunden, ich glaub's nicht. Wette gewonnen. Hab ich doch gesagt. Ist der Hammer. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie klingt der Krankenwagen in den USA? A? Oder B? Oder C? Na, habt ihr's gecheckt? Richtig ist Antwort C. So klingt der Krankenwagen in den USA. So Leute, das war's vom Blaulicht und Tatütata-Check und zum Schluss gibt's von mir noch ein bisschen was auf die Ohren. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Das ist Can, Chica-Chan, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht und der tückisch ist. Der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Chica-Chan.